lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Stecke deine Rute ein, ich will immer artig sein. Nö. So ihr Lieben, nun ist es soweit, morgen kommt der Weihnachtsmann. Das Jahr ist so gut wie geschafft, war kein leichtes Jahr, aber es ist selten. Dennoch möchte ich mich auf diesem Wege recht herzlich bei all meinen treuen Abonnenten bedanken, bei meinen Kunden, bei meinen Mitgliedern aus der Facebook-Gruppe, ja, wir sind dieses Jahr schon fast auf 13.500 gewachsen, bei meinen Kooperationspartnern, seid bei Katja Harders vom Drahtshop, seid Frau Lües von Piccolina mit dem Waldkindergartenshop, bei Folia, bei der Nähwelt, bei den ganzen anderen Kooperationspartnern. Hab vielen Dank dafür. Ja, manchmal freut man sich über einen Kooperationspartner, weil wie gesagt, wir machen das hier, für mehr die meisten machen das als Hobby. Und es ist ja schön, wenn man mal neue Sachen vorher ausprobieren kann, wenn ich die für euch schon testen kann. Wenn ich ehrlich sagen kann, sind sie gut, sind sie nicht gut. Von daher, ja, auch bei einigen Kanälen, den wünsche ich ein super schönes Weihnachten. Man hat ja so seine Stammkanäle, wie zum Beispiel Kalinchen oder Sissis Kanal. Sissi holt mich immer runter. Die schaue ich dann immer abends, wenn mich alles nervt. Ja, seit Fimo Tinker, die schaue ich auch wahnsinnig gerne. Oder Fragolina Deutsche Vita. Das sind so, man kann ja nicht, wenn man eine Familie hat, wenn man einen Job hat, kann man ja nicht jeden Tag alle Kanäle gucken, schon ja nicht kommentieren. Aber die wissen, dass ich schaue. Öfter lasse ich auch mal einen Gruß da. Ja, auch frohe Weihnachten für alle Hater. Ich wünsche euch, dass der Weihnachtsmann euch ein eigenes Leben bringt, damit ihr die anderen nicht immer nerven müsst. Damit ihr nicht so neidversessen seid. Und einfach nur Unfrieden stiftet, seid mit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nix, die ihr braucht. Meistens sind es ja Kanäle, die selbst nicht schaffen oder, weiß ich nicht, nicht mal ein Stück Papier aneinander kleben können. Von daher, euch wünsche ich auch frohe Weihnachten. Macht man einfach so. Gut, schöne Geschenke wünsche ich euch nicht, aber frohe Weihnachten. Was ganz wichtig ist natürlich Gesundheit. Mehr brauchen wir nicht. Denke ich mal, das ist so das Wichtigste. Besonders bedanken möchte ich mich bei meinem Liebsten. Der ist gerade nie da. Aber dass der mein ganzes pinkes Chaos hier so mitmacht, unterstützt, meistens fördert er das noch. Wenn wir in irgendeinem Laden sind, und dann sagt er, gib mal da, das glitzert. Das glitzert, das brauchst du doch, das musst du doch haben. Also von daher, ich bedanke mich auch für euch, dass ihr meinen Einhorn-Wahnsinn und meinen pinken Wahnsinn alle ertragt. Aber das bin halt ich. Das gibt so Sachen. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst wenigstens immer am Tag lachen. Und damit hat er so recht gehabt. Von daher braucht man das. Ja, gerade auch wenn es eben manchmal so gesundheitlich nicht so gut wird, dann ist das halt so. Ich meine, wer nicht gucken mag, der muss es ja nicht gucken. Von daher, wenn jetzt einige sagen, Mensch, bist ja jetzt mehr am Nähen oder sonst, ihr braucht keine Angst haben, ich bastel auch weiterhin. Aber wie gesagt, Beton ist im Sommer, im Winter, ich möchte euch nicht irgendeinen Mist zeigen, bloß um irgendwas zu zeigen, so wie andere das schon machen. Das möchte ich nicht. Ich zeige euch weiterhin, ihr müsst mein Backen ertragen, ihr müsst meine Boxen ertragen. Ja, meine Nähversuche müsst ihr auch ertragen. Also von daher, ich möchte mit euch alles teilen. Und der eine oder andere hat davon doch schon mal eine ganz gute Idee gefunden. Und hat sie nachgemacht und das freut mich dann immer, wenn sie die zeigen. Besonders bei mir in der Facebook-Gruppe, wenn sie sagen, guck mal da. Ich konnte wie heute mit den Einhornkugeln. Ich fand das so süß. Ich finde das klasse. Wie gesagt, macht das alles nach. Dafür ist es ja da. Ansonsten würde ich für mich in meinem stillen Kämmerlein basteln. Ganz alleine vor mich her und würde das keinem zeigen. Aber was habe ich denn davon? Soll ja jeder Spaß haben. Und ich weiß, bei ganz vielen, die sind wieder zum Basteln gekommen, gerade ja. Entweder weil sie einsam sind, weil sie zu Hause sind, Schmerzen haben, krank sind oder sonstiges. Einfach wieder den Spaß am Basteln gefunden haben. Andere damit auch eine Kleinigkeit denn zu beschenken. Ich finde das super. Guck mal. Ja, ich habe mir auch dieses Jahr meinen Tattoo-Wunsch erfüllt. Genauso verrückt weg. Also von daher, als ich die gepostet habe, habe ich auch etliche Daumen runter. Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache ihr kommt auf meinen Kanal und klickt es an. Super. Die Daumen runter sind mir dann ziemlich Wurst, also von daher, man kriegt dafür keinen Abzug oder so bei YouTube, nie.
Auch wenn sie das einen wünschen würden. Mm-mm. Auch nicht, wenn er Videos meldet oder sonst. Ja, da passiert auch gar nichts weiter. Mm. Von daher. Ab weiterhin viel Spaß bei mir auf dem Kanal. Und mit mir. Ich werde genauso verrückt bleiben. Auch 2018. Da müsst ihr durch. Kann ich leider nicht ändern. Ich hoffe, wir finden noch wunderschöne Bastelideen. Wie gesagt, Nähkurs will ich noch belegen. Zeig euch denn. Live vor Ort. Ich nähe euch zu. Ja, und dann ist der Frühling hoffentlich bald dran. Mit Osterbasteln und Co. Wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Genießt das Weihnachtsfest morgen. Lasst euch schön beschenken. Auch die kleinen Dinge zählen. Es müssen keine Millionen Geschenke sein. Auch was selbst gemacht hat, ist wundervoll. Hauptsache, man ist zusammen. Und das ist das Wichtigste. Ein frohes Weihnachten 2017. Tja, wer pink ist, bleibt sich immer treu. Nein, ihr möchtet nur pink sein, ich bin nicht.